Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen vermissten Fall aus dem Jahr 1999. Der genaue Tag des Verschwindens war der 4. Januar. Und dargestellt wurde der Fall in der Arten Science Y Spezialsendung Vermisst vom 17.07.2024. Also gerade erst vor kurzem. Ich weiß nicht, ob ihr alle Arten Science Y verfolgt habt und diese Rekonstruktion gesehen habt. Deswegen möchte ich euch den Fall nochmal vorstellen, weil der eben sehr interessant ist. Verschwunden ist Roswitha Heath. Sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 52 Jahre alt, gläubig, begeisterte Sängerin in einem angesehenen Chor, Mutter mehrerer Kinder, die mittlerweile, also zu dem Zeitpunkt auch schon erwachsen waren. Dazu war sie noch eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Die Tochter von Roswitha Heath ist da in diesem Filmfall zu sehen in der Rekonstruktion und erzählt zwischendurch immer mal etwas zu ihrer Mutter oder zu der Situation. Und sie beschreibt ihre Mutter als einen Herzensmenschen, der zwar auch viele schlechte Zeiten durchlebt hat, aber eben immer ein Herzensmensch geblieben ist. Und diese filmische Rekonstruktion beginnt dann ein halbes Jahr vor dem Verschwinden. Und zwar am 5. August 1998. Da kommen die Sängerinnen und Sänger von der Chorgemeinschaft Knesebeck von einer Konzertreise zurück. Knesebeck ist ein kleiner Ort, etwa 25 Kilometer nördlich von Gifhorn und hatte mit Stand 31. Dezember 2017 2683 Einwohner. Der Chor ist eine Woche durch Polen getourt und auch Roswitha Heath war dabei. Sie war seit 2 Jahren Mitglied des Chors. Eine Bekannte von Roswitha, die mit auf dieser Konzertreise war, sagt, dass sie Roswitha intensiver auf dieser Konzertreise kennengelernt hat. Zuerst hatte man sich vorher nur in den Pausen des Singens unterhalten, aber jetzt hat man wohl festgestellt, dass man sich ganz gut versteht. Roswitha ist zum 3. Mal verheiratet und wie schon gesagt, ihre Kinder sind bereits erwachsen. Das sind 3 an der Zahl und stammen aus den früheren Beziehungen. Ihren dritten und aktuellen Ehemann hat sie vor 9 Jahren, also 1989, geheiratet. Das Ehepaar wohnt etwas abseits vom Ort. Das Haus steht in einer kleinen Waldsiedlung. Im Frühjahr 1998 hat Roswitha einen Friseursalon im Einkaufszentrum Bodenteicher Seepark Passage eröffnet. Das ist etwa 20 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Sie hat den Laden alleine betrieben und ihre Tochter erzählte dazu, dass ihre Mutter ihren Job geliebt hat. Das Geschäft lief auch gut und die Umsätze haben gestimmt. Die Tochter lebt fast 200 Kilometer entfernt und ihre Mutter besucht sie aber des Öfteren mal. Also dann, wenn sie Zeit hat, kommt sie vorbei. Dann nimmt sie sich auf jeden Fall die Zeit eben. Allerdings finden diese Besuche bei der Tochter mehr oder weniger heimlich unter Zeitdruck statt. Denn Roswitha weiß, dass ihr Ehemann damit nicht so einverstanden ist. In der filmischen Rekonstruktion berichtet dann Roswitha ihrer Tochter, dass ihr Mann und sie seit einiger Zeit getrennt schlafen. Und Roswitha ist der Meinung, dass ihnen beiden, also ihr und ihrem Ehemann, wohl eine Auszeit ganz gut tun dürfte. Die Tochter macht Roswitha dann den Vorschlag, mal ein paar Tage bei ihr und der Familie zu verbringen. Etwa über Weihnachten oder zwischen den Jahren, wie es immer so schön heißt. Damit sie ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat, wie es denn weitergehen könnte. Und Roswitha gefällt dieses Angebot ihrer Tochter. Allerdings wird es mit diesem Besuch dann nichts, denn kurz vor Weihnachten bekommt Roswitha eine schlimme Grippe. Sie muss über die Weihnachtsfeiertage bis ins neue Jahr hinein deswegen im Bett bleiben. Dann kommen wir mal direkt zum Tag des Verschwindens, dem 4. Januar 1999. Am Morgen dieses Tages geht Roswitha zu ihrem Hausarzt. Und zwar geht es um die Kontrolle wegen ihrer Grippe. Und diese Kontrolle ergibt, dass wieder alles in Ordnung ist mit Roswitha. Wegen ihrer Erkrankung konnte Roswitha dann auch die letzten Einnahmen aus ihrem Friseursalon nicht einzahlen. Deshalb hat das Ehepaar auch an diesem Tag ungewöhnlich viel Bargeld im Haus. Es wird dann so dargestellt, dass Roswitha sich mit ihrem Mann unterhält und Roswitha nimmt sich Geld von den Umsätzen, da sie neue Bettwäsche kaufen will. Und sie braucht noch etwas zum Anziehen.
Und ihr Ehemann wundert sich in der Darstellung dann, dass sie dafür so viel Geld benötigt. Sie meint dann zur Erklärung, dass alleine die Bettdecken schon ein paar Hunderter kosten pro Stück. Gegen Mittag fährt Roswitha dann mit ihrem tornadoroten VW Scirocco 2 in das 60 Kilometer entfernte Braunschweig. Dort kauft sie dann in dem Großhandel, Supermarkt, Metro Bettdecken, Kissen und jede Menge Bettwäsche ein. Insgesamt hat sie dort 1800 D-Mark ausgegeben. Aber die Fahrt nach Braunschweig galt wohl nicht nur dem Einkauf, sondern dürfte auch noch einen anderen Grund haben. Denn in Braunschweig wohnt auch ihre neue Bekannte vom Chor, von der schon die Rede war. Und diese berichtet, dass sie von dem Besuch von Roswitha sehr überrascht war, da sich die beiden nicht verabredet haben. Sie hatten sich zuletzt auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und der Besuch von Roswitha kam ihr ehrlich gesagt nicht gelegen, denn sie musste noch diverse Sachen für die Arbeit vorbereiten. Sie war also sehr überrascht über den Besuch von Roswitha. Die Bekannte erzählte, dass Roswitha auf sie gewirkt hat, als wenn sie mal was loswerden musste. Und sie sprachen dann eine Zeit lang über ihre Aktivitäten in der Kirche und wechselten dann das Thema auf die Konzerte und die nächsten Proben von dem Chor. Bei diesem Thema wirkte sie dann sehr entspannt und auch motiviert, an den nächsten Chorproben teilzunehmen. Und bereits am nächsten Tag sollte eine letzte Probe stattfinden, wahrscheinlich vor dem nächsten Auftritt. Und auf die Frage der Bekannten, ob Roswitha dann auch dabei ist, sagte sie ja, natürlich. In dem Gespräch mit der Bekannten erzählte Roswitha, dass ihr Mann sehr genervt sei wegen ihres Engagements in der neuapostolischen Kirche. Und die Bekannte riet ihr dann, das, was sie gerade mit ihr besprochen habe, auch mal mit dem Mann zu besprechen. Wie lange dieser Besuch bei der Bekannten jetzt dauerte, wird nicht mitgeteilt. Aber als Roswitha dann die Wohnung wieder verlässt, ist es bereits dunkel. Aber wir müssen bedenken, es war Januar. Sonnenuntergang war an diesem Tag bereits um 16.17 Uhr. In einem anderen Artikel, in dem viele Sachen auch etwas anders stehen als bei Aktenzeichen Y dargestellt, hieß es, dass sie diese Bekannte vorher schon kannte, und zwar bei einem Posaunenchor. Aber sie hatte ja selber bei Aktenzeichen Y erzählt, dass sie sich beim Chor kennengelernt haben. Und in dem Artikel hieß es, dass sie dann auch nur eine halbe Stunde da gewesen sein sollte. Aber zu dem Artikel komme ich gleich nochmal. Also sie ist dann gegangen und hat dann beim Abschied der Bekannten noch gesagt, dass sie an diesem Abend mit ihrem Mann darüber sprechen wollte. Bei der Bekannten hat sie sich dann mit den Worten verabschiedet, dass sie sich am nächsten Tag bei der Chorprobe sehen und sie jetzt nach Hause fährt. Aber zu Hause kommt Roswitha nicht an. Aber dies bemerkt ihr Mann zunächst nicht. Der Ehemann geht an diesem Abend früh zu Bett. Er hatte bereits am Morgen über eine laufende Nase geklagt, als wenn er die Grippe von Roswitha bekommen hat. Und diese Erkältungssymptome sind dann im Laufe des Tages schlimmer geworden. Ja, und dann gibt es noch eine sehr merkwürdige Sache in dieser Geschichte. Also Roswitha kommt nicht zu Hause an. Und in Wolfenbüttel, etwa 14 Kilometer von Braunschweig entfernt, wird gegen 22.30 Uhr von dem Handy von Roswitha mehrfach die Telefonauskunft angerufen, so heißt es bei Aktenzeichen Y. Es kommt aber keine Verbindung zustande. Es sollen insgesamt 4 Anrufe gewesen sein, im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 22.40 Uhr. Laut dieses einen Artikels, damals vor 25 Jahren. Und der Bezug zu Wolfenbüttel könnte sich durchaus daraus ergeben, da Roswitha in Wolfenbüttel geboren wurde. Es könnte also sein, dass sie noch alte Bekanntschaften in Wolfenbüttel hatte und am Abend versucht hat, diese zu erreichen. Aber da stellt sich natürlich dann die Frage, warum hat sie gerade in dieser Nacht versucht, alte Bekannte in Wolfenbüttel zu erreichen? Und ob diese Anrufe tatsächlich von Roswitha getätigt wurden oder eine unbekannte Person bereits im Besitz von Roswithas Handy war, ist unbekannt. Da würde sich dann die Frage stellen, warum der Unbekannte mehrfach von Roswithas Handy die Nummer der Auskunft anwählen sollte, aber jedes Mal, bevor eine Verbindung entsteht, er auflegt. Am nächsten Tag findet dann die Chorprobe statt, aber Roswitha erscheint nicht. Auf der Chorprobe wird dann die Bekannte von Roswitha von einem anderen weiblichen Chormitglied angesprochen, ob Roswitha noch krank ist.
Die Bekannte meinte eigentlich nicht, da sie gestern bei ihr zu Besuch war und sagte, dass sie zu der Chorprobe am 5. Januar kommt. Das andere Chormitglied beschließt dann, am nächsten Tag bei Roswitha anzurufen, was sie dann auch macht. Als sie am nächsten Tag bei Roswitha anruft, erreicht sie nur ihren Ehemann. Der sagt, dass seine Frau nicht da ist. Und es ist mittlerweile der 6. Januar. Und der Mann wundert sich dann am Telefon, dass Roswitha am Vortag nicht beim Chor war, denn so erzählt es ihm die Anruferin. In der filmischen Rekonstruktion geht dann bei dem Ehemann noch ein weiterer Anruf ein, während er noch mit dem Chormitglied seiner Frau telefoniert. Und der Anruf landet dann auf dem Anrufbeantworter. Und es ist eine Frau, die anruft, die berichtet, dass sie gerade gesehen hat, dass der Friseursalon geschlossen ist. Und sie fragt, ob der Salon am Freitag wieder offen hat, denn da hat sie einen Termin. Jetzt wirkt der Mann etwas verwundert und ruft seine Tochter an, ob Roswitha eventuell dort ist. Dann kommt die Tochter wieder zu Wort in der Darstellung und sagt, dass sie nicht vorstellen kann, dass die Mutter einfach so verschwindet, ohne etwas zu sagen oder sich mal zu melden. Die Tochter ruft dann sämtliche Freunde und Bekannte an, aber niemand weiß, wo Roswitha ist. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Ehemann noch keine Vermisstenanzeige aufgegeben. Und darüber war die Tochter sehr wütend. Er hat dann erst eine Woche später auf Drängen der Familie eine Vermisstenanzeige erstattet. Zuerst per Telefon und am nächsten Tag ist er dann beim Polizeirevier gewesen und hat diese Vermisstenanzeige schriftlich zu Protokoll gegeben. Es wird dann unter anderem eine Öffentlichkeitswarnung eingeleitet und eine Standortfeststellung der letzten Telefonate. Nach diesen versuchten Anrufen bei der Auskunft aus Wolfenbüttel hat sich das Telefon ausgeloggt und nie wieder eingeloggt. Am 11. Februar meldet dann eine Zeugin in Wolfenbüttel der Polizei, dass auf dem Parkplatz des städtischen Krankenhauses ein roter VW Scirocco steht und der würde dort schon seit mehreren Wochen stehen. Das ist der Wagen von Roswitha. Die Fahrertür war verschlossen und auch die ganzen Einkäufe befanden sich noch im Auto. Die Beifahrertür und der Kofferraum war nicht verschlossen. Es wurden keinerlei persönliche Gegenstände von Roswitha gefunden, also kein Portemonnaie, kein Ausweis, kein Führerschein oder sonst irgendwas. Der Wagen wurde dann zur Kripo gebracht und dort von der Spurensicherung noch einmal eingehend untersucht. Aber dort hat es dann auch keine Spuren auf eine oder mehrere Personen gegeben oder auf einen Kampf oder sonst irgendetwas, also gar nichts. Der Wagen stand da, die Einkäufe waren drin, die persönlichen Sachen von Roswitha waren weg, Kofferraum, Beifahrertür war nicht verschlossen, Fahrertür war verschlossen. Nachdem der Wagen dann gefunden wurde, kam dann der Verdacht auf, dass Roswitha Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Man hat sich dann zuerst auf den Ehemann fokussiert. Der wurde natürlich befragt und es wurde das Haus, das Grundstück und die Kläranlage am Haus durchsucht. Aber alle Ermittlungen über den Verbleib von Roswitha bleiben ohne Erfolg. In der Nachbesprechung geht es dann zuerst einmal um die erneute Aufnahme des Falles 2022 und das erstellte Aging-Foto, welches ihr ja auch seht. Weiterhin wurde in der Nachbesprechung darauf eingegangen, dass Roswitha sehr religiös war und dass es aber auch in dieser neuapostolischen Gemeinde Spannung gegeben haben soll. Und der anwesende Kriminalhauptkommissar Bauerfeld sagt darauf, dass es nicht auszuschließen sei, dass sich Roswitha neu orientierte und sich eventuell auch einem Kloster angeschlossen. Aus der Familie heraus gab es dann mal eine Aussage, dass sie das Land Spanien erwähnt haben soll. Ein paar Tage nach ihrem Verschwinden hatte sie Geburtstag, es wurde aber nicht genau gesagt, welches Datum das war. Die Ermittler konnten den 4. Januar ja recht gut konstruieren, allerdings fehlen Informationen ab 19 Uhr und damit ist vermutlich gemeint, oder der Zeitpunkt gemeint, nachdem sie dann sich von der Bekannten vom Chor verabschiedet hat. Also während dann praktisch ein Zeitraum von 19 Uhr bis 22.30 Uhr, da hat es ja diese ominösen Anrufe gegeben. Ja, und dann gab es bei den Quellen hier immer wieder unterschiedliche Angaben,
wann der Scirocco denn jetzt tatsächlich gefunden wurde. In mehreren Artikeln heißt es dann am 13. Januar. In anderen Zeitungsausschnitten, besonders auch in einem, der bei Aktenzeichen XY eingeblendet wurde, hieß es dann 11. Februar, so wie es auch bei Aktenzeichen XY genannt wurde. Aber dann hat man auch diesen einen Artikel dort bei Aktenzeichen XY eingeblendet, wo es dann heißt, dass der Wagen bereits am 13. Januar gefunden wurde. Und in dem Artikel stand dann auch, dass die beiden sich vorher im Posaunenchor kennengelernt haben sollen. Also alles so ein bisschen verworren. Ja, und dann geht man aber in diesem Artikel nochmal darauf ein, warum der Ehemann denn Roswitha so spät vermisst gemeldet hat. Also warum er sie so spät vermisst gemeldet hat, da hat er angegeben, dass sie Äußerungen im Vorfeld gemacht hat, dass sie mal etwas Freiraum brauche und das hätte ihn dann nicht gleich das Schlimmste befürchten lassen. Dennoch hätte er schon selber bei Bekannten nachgefragt und Kliniken kontaktiert. Und in dem Artikel ist dann auch zu lesen, dass bis heute das genetische DNA-Profil von Roswitha Heeth in der bundesweiten Datei geführt wird und wird immer wieder mit unbekannten Toten abgeglichen. Und parallel wird in jedem neuen Fall geprüft, ob ihr Opferprofil in das Schema von einem gefassten Mörder eventuell passt. So, das war der Fall jetzt erstmal. Jetzt haben wir hier im Prinzip zwei Komponenten. Einmal haben wir den Bereich Ehemann. Und wie wir es ja kennen, Frau verschwindet spurlos und ja, oftmals ist da halt der Ehemann daran beteiligt. Und ist die Frage, wie sieht es hier aus? Ist natürlich einmal auffällig, dass er seine Frau erst so spät vermisst gemeldet hat und so wie es bei Aktenzeichen Y hieß, erst auf Drängen der Familie. Ich meine, selbst wenn eine Frau jetzt sagt, ich brauche mal ein bisschen Freiraum, dann telefoniert man dann vielleicht mal in die Tochter an, wo man vermuten könnte, dass sich da auffällt, dass man einfach mal nachfragt und sagt, ey, ist die Roswitha bei euch? Und wenn man dann sagt, kommt ja, ja gut, dann ist in Ordnung. Und dann lässt man sie dann einfach eben vielleicht mal, wenn sie es braucht, ein paar Tage da, damit sie eben ein bisschen zur Ruhe kommt oder eben eine Auszeit hat. Und was da noch ein bisschen reinspielt, ist der Punkt, dass sie ja der Bekannten gesagt hatte, dass sie an diesem Abend mit ihrem Ehemann sprechen wollte, wegen dieser Geschichte, wo er, wenn ich mit einverstanden ist, ich glaube mit dieser Kirche war das, mit der Neuapostolischen, dass sich da so reinhängt und so weiter. Aber er gab an, er habe starke Erkältungssymptome gehabt und wäre deswegen früh ins Bett gegangen. Das ist natürlich schon, ja, das sind so Punkte halt, die kennt man irgendwo her, ne? Von anderen vermissten Fällen. Jetzt haben wir aber den Punkt, dass sie wohl sehr gläubig war und eben gewisse Reibereien, Probleme wohl in ihrer Gemeinde, der Neuapostolischen Kirche hatte. Welche Art das waren, das wurde jetzt auch nicht gesagt und auch nicht, wie massiv die waren. Auf jeden Fall war es so, dass der Kommissar in dieser Nachbesprechung so ein bisschen darauf hindeutete, dass er davon ausgeht, dass Roswitha Heeth tatsächlich wohl freiwillig verschwunden sein könnte. Dafür würde natürlich sprechen, dass in diesem Scirocco keine Spuren von einer Fremdperson gefunden wurden. Also hat wohl tatsächlich keine fremde Person diesen Wagen gefahren, in den Wagen gesessen. Es gab auch keine Kampfspuren, gar nichts. Bezug zu Wolfenbüttel ist da, weil sie dort geboren ist. Dann eben diese Anrufe bei der Auskunft können tatsächlich von ihr getätigt worden sein. Vielleicht wollte sie sich tatsächlich da nach jemandem erkundigen, nach einer alten Schulfreundin oder wie auch immer, und hat es dann im letzten Moment immer wieder abgebrochen, weil sie vielleicht dachte, nee, ist doch nicht richtig oder sonstiges. Also sehr schwierig in diesem Fall zu sagen. Ich gehe mal natürlich davon aus, dass die Ermittler natürlich wesentlich mehr vom Background, von der Ehe, von Roswitha und so weiter wissen, als an uns weitergegeben wird. Das ist vollkommen klar. Und er eben
deswegen nicht ausschließt, zumindest, dass sie irgendwo ja hingegangen ist praktisch und dass sie noch lebt, dass sie einfach weggegangen ist, wobei ihre Tochter Anja sagt, dass sie nicht vorstellen kann, dass ihre Mutter ganz einfach so den Kontakt zum Beispiel auch zu ihr abbricht. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr meint, was ihr euch in dem Fall denkt, was da passiert sein könnte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.